Hallo, meine Lieblinge. Fütterungszeit. Was ist denn los? Ihr seht ja ganz krank und irgendwie... Ich habe noch nie gesehen, dass sich ein Schmetterling übergeben kann. Ist ja alles verseucht hier. Sag mal, Kreis. Was weißt du? Hat die Fütterung funktioniert oder was? Hast du deine Geschlechtsteile da drin gewaschen? Ja, ja auch. Da war so viel Froschleich dran, weil ich vorher mit den Bällchen da hinten im Teil getippt habe. Ist schon klar, dass die Viecher jetzt am Verrecken sind, ne? Denen geht's gar nicht gut. Ja, aber wir wollen doch die Frösche zum Leichen bringen, oder nicht? Du sollst hier gar nichts zum Leichen bringen, oder nicht? Ja, oder was? Guck mal hier, Pokémon-Zucht haben wir schon 10% jetzt. Hätten wir nicht. Jetzt haben wir hier C und B, aber wo ist A? Hier liegen voll die Larven bei uns vorm Haus. Die kommen schon angekrochen und sagen, bitte. Bitte zertritt mich einfach. Ja. Ihr seid die Einzigen hier, die uns vernichten können. Ey, hier ist die ganze Zeit auch das Pulsarius, Quartius, Maximus, Damaskus drin gewesen. Ich habe hier gerade ein bisschen die Ziploc-Beutels wieder aufgefüllt. Und ja, da kannst du Pulsarius machen. Ja, und jetzt ganz viele von diesen... Wo kann man das denn überhaupt herstellen, das Pulsarus? Ja, unten, da wo du dünner ja, hier, ja, machst. Ja. Und wir suchen, du. Ja, ich hab das immer übersehen, keine Ahnung warum. Ja, ich auch. So, wir brauchen jetzt, Fische, ne? Ich geh mal Fische machen. Jetzt oben an der Fischforschung treibe ich jetzt mein Unwesen. Können wir jetzt, oder? Ja gut, wir haben ja Eier gefunden, ne? Ja, B, Mutagen 3 und Dünger haben wir alles da. Mach ich mal oben so einen Powerfish. Den hau ich dann direkt ins Aquarium. Ja, hast du L'Aquarium haben wir doch auch hier irgendwie auf. Ja, wir haben L'Aquarium Labonga. L'Aquarium Labonga. Wir machen die L'Aquarium Labonga. Boah, Alter, aber für ein Aquarium Stufe 2, da brauchst du Phytoplankton A, Phytoplankton B und Phytoplankton C. Was haben wir nicht? Wird das alles in diesem... Hast du schon den Seidensammler gemacht? Ja, hab ich oben schon richtig ordentlich Seide. Ja, ich baue mir von diesem Plankton-Catcher. Ja, aber wo sind die denn? Ja, wir brauchen... So ein Zäpfchen, da brauchst du nur ein bisschen Super-Spritz und ein bisschen... Aber ich mach davon jetzt noch zwei Stück. Eins, okay. Zwei, drei, vier. Dann brauche ich... Seide und Superklumpen. Wo haben wir unsere Superklumpen? Oben, ne? Superlegierung, ja. Oben hier im Superschrank. Wird langsam dünn oder haben wir da ohne Ende? Also Superlegierung kannst du... Wow, Alter. Kannst du auch mal mit begraben jetzt. So. Das ist ja wertloser Dreck. Ja, sag ich ja. Wasser ist ein bisschen knapp wert. Irgendwie. Bakterien haben wir auch ohne Ende. Das ist... Mann, die Seidenproduktion dauert so lange. Sollen wir mehr Seide rausspucken, die Drecksdinger. So gut, der stellt natürlich immer direkt her. Gut, warten wir noch. Wenn die anderen Schränke voll sind, sammeln sie ja auch nicht mehr. Müssen die voneinander wegstehen oder kann man die so massenmäßig in jedem Bereich... Wie, was meinst du? Ach so, ja, weiß ich nicht. Guck mal, hier unten steht, im Inkubator verwendet, um Fische zu züchten, Inkubator Plankton A. Dann bekomme ich Plankton B raus. Ich bekomme hier richtig viel B-Stoff. Wir brauchen ja auch noch woanders hinsetzen. Sind da unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Quellen? Weiß ich nicht. Die Frage ist, wo kriegst du denn Phytoplankton B? Na, hab ich ja. Ja, aber wo kriegt man das? Aus den Sammlern, die draußen im Teich sind, wo unsere Algen dippen. Und Phytoplankton C? Habe ich eins. Brauchen wir das für irgendwas? Ich habe auch unseren ersten... Ich hab den ersten Fisch. Also mal, draußen habe ich ein Aquarium platziert. Hier können wir... Hier. Dann mache ich jetzt den ersten Fisch rein. Boah, unsere ersten Fische! Tiere, 4,85 Gramm. Jo, geil, ne? Hast du gesehen hier unsere ersten Fischlis? Wo, draußen im Aquarium oder oben? Draußen. Ich hab das oben abgerissen, hab's nach draußen gestellt. Ach so. Boah. Weil so eine richtig dicke, fette Fischfarm. Das ist jetzt der Plan. Alter. Richtig schön auf den Dickfisch.
schöner Penisrochen. Ein schöner Schwengelrochen, so ein richtig... Boah, Seide zu produzieren dauert ewig. Das dauert wirklich ewig, bis das da gemacht ist. Ein Johnny Dick Rochen. Johnny Dick Rochen? den will ich doch gar nicht. Ich will hier... Aber wo bekomme ich A-Material? Hast du schon unsere Plankton-Catcher gesehen da hinten? Ja, ja, aber ich dachte... Ich hab A. Okay, die machen random. Und ich habe auch Kuni-Fischeier da drin gefunden. Da waren ein paar leckere kleine Kunis. Ein paar kleine Kuni. Schöne Sorte Kunis. Oh, Kuni-Nüsschen, du. Ja, oh, guck mal, wie schön die sind. Schön lecker Kuni. Alter, jetzt geht's los. Guck mal, der macht jetzt 7 Gramm Fisch. Wenn ich jetzt eine Superlegierung und eine Leiterpalette hätte, könnte ich direkt so ein fettes Ding machen. Guck mal, 7 Gramm Tiere haben wir. Wir haben gerade 12 Gramm Tiere pro Sekunde. Alter, wir ballern Tiere jetzt. Ich brauche Dünsch und Legierung. Superlegierung haben wir oben auch drin, ne? Die dicken Stäbe. Ja, ja. Stablegierung. Ja, ja. Gut, notfalls musst du halt noch welche machen, ne? Aber... Mein Legierungsstab. Schon an Sonderlegierungsvermögen rangelangt. An Sonderlegierungsvermögen. Von Ursula von der Legierung. Ursula von der Legierung. Boah, guck dir die Fischkuppel an. Hast du jetzt die große Fischkuppel gebaut? Ja. Boah. Geil, Alter. Aqua Dolphin da hinten. Und da kannst du jetzt, steck mal Fisch rein. Na, ich hole jetzt mal Fische. Weil ich guck mal, oben müsste einer doch noch fertig sein, oder? Aber einen in der Pipe gehabt. Aber wo steckt man die rein? Hier ist ja gar kein Monitor. Keine Ahnung, einfach reinschmeißen. Ah doch, hier ist einer. Rein in die Gülle schmeißen, du. Der macht Sauerstoff auch, PPQ und so. Pflanzen plus 10, Insekten macht er auch plus 15. Tiere im Moment plus 39. Du kannst 3 Fische reintun. Boah, 3 Fisch, Mann. Du kannst 3 Fisch reintun, 3 Lachs, du. Ich hab jetzt nur 2. Boah, guck mal, wie sie sich da suhlen und ahlen und... Alter. Und wulsten. Boah, der gibt jetzt richtig schon... Die geben auch Insekten. Ja, ja. Die geben alles so ein bisschen, ne? Die gibt von allem so ein bisschen was ab. Ja, guck mal, wie die GTIs auch steigen jetzt zu. Ja, jetzt kommt richtig GTI in den... In den alten Ferdi-Fuchs. Alter Ferdi-Fuchs. Mit seinem Würstchen... Mit seiner Fuchswurst. Der alten Fuchswurst, Oh, richtig schön Ferdi-Bäuser, du. Der Ferdi-Fuchs, Boah, jetzt müssen wir aber erstmal hier Fische ranzüchten. Werbung war früher schon anders wild, ne? Ja. Aber ich vermisse das. Was ist das eigentlich hier? Ah. War schon gut damals, die Werbung. Hier, so ein Chromlachs braucht man. Schön Chromlachs. Ja, auch richtig schön Mull, die Dinger. Alter, haben wir eigentlich... Nee, haben wir noch nicht, ne, oder? Hast du schon mal eine Amphibienfarm gebaut eigentlich? Nee, weil wir da noch gar nicht... Haben wir da überhaupt schon die Mutagene für? Können nee, wir schon machen? Für die Amphibienfarm brauchst du ja nur Froscheier. Und gemeine Larven. Ja. Ich habe sogar ein Froschei in der Hose. Soll ich mal eine bauen? Achso, ja, ich habe jetzt gerade das Rezept. Oh, setz mal eine hin. Da brauche ich aber noch gemeine Larven, du. Oben. Die sind ziemlich gemein, die Dinger. Gemein, du. Früher haben wir gesagt, brauchen wir nicht, ist Müll, so eine gemeine Larve, ne, aber... Ne, da lang? Ne, doch nicht. Jetzt ist Baumrinde ist auch wieder irgendwie Schmutz, ne? Ja. wo wollen wir die hinsetzen, die Amphibien farmen? Wo muss man die denn hinsetzen? Auch Wasser? Ich weiß nicht. Guck mal, ob die geht. Hier ist noch Fläche, ne? Wenn das da. Ich weiß ja nicht, nee, du kannst. Nee, das ist so ganz klein, das ist so wie ein Blumenbeet. Ja, dann guck mal, hier oben haben wir auch. Vielleicht nehmen unsere. Wir können die auch oben. Dinger so. Wir können die auch oben aufs Dach setzen. Ah, nee, geht nicht. kannst du hier hinsetzen? Wo bist du da? Ja. Hier. Kannst du es hier oben hinsetzen? Auch irgendwie geil.
man hier oben so ein paar. Hast du gerade ein Eisen? Dann könnt. Nee, sonst. Hier geht's aber leider nicht. Schade, das wäre. Wäre geil gewesen. Wenn ich da oben so einen Träger drauf mache, oder? Das meine ich, ob da, wenn man da irgendwie, ob man einen Träger so flach reinbauen kann, aber dann hängt der bestimmt drin im Gebäude oder so. Nee, ich kann ihn nur. Ich kann ihn nur hier drauf machen. Das wäre ein bisschen hoch, oder? Jetzt mal. Ja, wenn die aber so schön von der Sonne irgendwie brutzelt, die Viecher. Nee, kann ich aber auch nicht. Wo baut man die denn dann? Da unten geht's. Nee, nicht auf dem Ding. Kannst du nur auf Wiese. Na dann hier hin, wo die Schmetterlinge sich wulsten. Ja, ich setz mal hier hinten hin. Bei den Schmetterlingen siehst du doch gar nichts. Ich setz sie einfach hinter die Blumenbeete. Wo die Schmetterlinge sich wulsten. Na, hier kannst du jetzt Froscheier reintun. Ich hab Froscheier. Aber auch nur primitive. Na gut, können wir später rausreißen, töten und dann neue reinmachen. So. Primitiver Lachs habe ich nur. Guck mal, wie schnell die sich entwickeln. Direkt hast du irgendwie so eine biblische Plage. Oh, ich habe keinen Trinken. Kannst du hier aus dem Teich, kannst du. Ich wollte gerade, aber geht nicht. Wem gehört denn die Kiste hier drüben? Ja, meine, ich bin doch gestorben. Ach so. Direkt am Wasser oder was? Ja, ja, ich wollte gerade einen Zip machen und dann. Na gut, ist jetzt eh nichts Besonderes. Ulani-Fischeier. Die Ulanis, Alter, die Ulanis. Was meinst du, was die wieder für Prozente geben? So schöne Ulanis, da war doch nichts falsch. Alter, die geben 500 Gramm aber, die primitiven Frösche-Eier. Also zwei Amphibienfarmen geben schon ein Kilo. Aber die müssen ja auch bestückt sein, ne? Na gut, wir müssen reinstücken, ne? Aber Tiere geht jetzt stark voran. Ja, aber den Frosch da hinten haben wir schon ausgepresst. Mama, ich weiß, wo noch Eier sein könnten. Moment. Tiere gehen sehr stark voran. Ja, weil wir brauchen jetzt hier diese Fisch... Kuppeln. Mach ich noch eine. Bams. Boah, hier noch ein bisschen Legierungsmasse. Wo ich da oben? Methan und Schwefel. What's the problem? Ah, gut. Das bringt gar nichts mehr, die Basis hier. Super duper. Wird da wenigstens noch schön abgeerntet? Oh, Alter, super duper ist alles voll. Aber du brauchst halt ein Aluminium. Kann man hier Alu rausbohren? In der Gegend? Nee, sonst hättest du nämlich hier schon direkt die super. Ja, aber ist doch egal. Dann Klump machen können. Stell doch da, wo Aluminium abgebaut wird, kannst du doch den Schrank auf Abgabe Aluminium stellen. Die Drohnen holen sich das ja dann. Und da muss ich gleich mal einrichten. Jetzt gehe ich erstmal Laich-Diebstähle machen. Ja, ich hab nochmal hier. Gemischtrassiger Laich habe ich gefunden. Nachfrage Methan. Also jetzt langsam füttern wir die Tiere quasi an, ne? Ja. Warum ist es auf einmal so dunkel, weil ich Tierraub begangen habe? Wahrscheinlich. Boah, hier ist es richtig dunkel, ey. Das mögen die gar nicht, Tierraub, ne? Nee. Haben wir bei im Schwefelland eigentlich einen Teleporter? Ja, das ist Osmium-Schwefel-Mix-Ding da. Aussie-Schwefel oder sowas heißt das. Der australische Schwefel, der australische Mix-Schwefel. Boah, jetzt machen wir hier erstmal richtig schön Fisch.
Es wird richtig auf Fisch gebürstet. Erektusfisch habe ich hier oben bekommen. Der Erektusfisch. Gulli-Froscheier. Typ C, Mutagen. Alter, der Ulani-Fisch knallt. Mutagen Stufe 3 war es, ne? Ich kann hier oben direkt zweimal Ulani züchten. Alter, ich habe richtig Bock. Also Viecher züchten finde ich immer geil. Irgendwelche Tiere züchten. Du bist ja eher so der Blindmacher, aber ich bin ja so der Lebensspender. Ja. Man nannte ihn den Lebensspender. Wenn man dich halt den Blindschläger damals nannte, ne? Den Blindschläger. So, hier Angebot. Das auf jeden Fall. Und das. Alter, jetzt geht's aber auch rund, ne? Ey, Alera-Fisch. Es wird gepumpt. Wird alles gepumpt, Alter. Oh, ich müsste auch mal wieder was essen und was trinken. Oh, wenn wir erstmal so eine Fischrakete haben, um Fisch ins All zu ballern. Dann wird's geil. Dann wird's richtig geil. Richtig Fisch in den Weltraum schießen, ey, aber ohne Kühlung. Muss richtig hot sein. Richtig schön, ja, richtig schön. Heißen Backfisch da hochknüpfen. Richtig schön hotten Backen. Alter, sieht der hübsch aus, der Ulani. Oh, hab zwei Ulanis. Zwei lange Ulanis habe ich in der Sauna getroffen, du. Oh, gestern habe ich so zwei nackte Ulanis in der Sauna organisiert, du. Geht ja aber richtig wild zur Sache, ne? Aber hier auf unserem Planeten wuchert schon ganz schön der Pilz, ne? Also. Ist der negativ? Ist das ein bösartiger? Oh, wir haben keine Leiterpaletten mehr. Nee, haben wir nicht. Leiterplatten. Paletten. Paletten. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Ist hier. Die bohren nur Schwefel, oder? Das sind doch hier Stufe 3 Ultra-Wahnsinn, oder? Nee, die bohren noch andere Sachen. Weiß ich gar nicht mehr, was ich da hingestellt habe. Ich glaube, da hatten wir doch keinen Ultra-Wahnsinn. Nee. Eisen, Aluminium, Silizium. Wo haben wir sowas denn? Nix. 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 Wir haben kein Eisen hier unten. Oh, hier. Silizium. Oh, kein Eisen. Wo ist unser ganzes Eisen? Aluminium. Ja gut, Eisen musste ich letztens auch so per Hand sammeln wieder. Ja, warum machen wir nicht mal ein bisschen Eisenbohrer, damit sich das auch mal so füllt, dass man denkt, ja, das kann man jetzt wegschmeißen. Ja gut, dann müssen wir irgendwo ein Level 3 Eisenbohrer hinstellen. Direkt hier vor die Basis, da wo der alte steht, muss ich gleich mal machen. Nur Eisen. Also die Pilze übernehmen alles, ne? Sehe ich gerade. Ja, sag ich ja. Der Pilz ist ein bösartiges Ding, das unaufhaltbar ist. Ich bin jetzt auch in so einem Fischrausch. Pilz, Lithium, Wasser. So. Kann man eigentlich auch so Fischeier verkaufen? Gibt's da Space Cash für? Stimmt. Space Doulas. So. Aber Eisen musste ich drum reisen, du, ne? Aber jetzt guck mal, wie unsere Fischmasse nach oben geht, ne? Die geht richtig Tiermasse nach oben jetzt. Guck mal, vorhin hatten wir ein paar Gramm, jetzt sind wir schon bei 2,7 Kilo quasi. Wenn wir jetzt noch irgendwie halt so eine Lachsrakete da hochschießen? Das heißt, irgendwann, ja, aber haben wir Lachsraketen? Ne. Eine Fischvitrine haben wir bald.
Eine Fischfarm züchtet Tiere. Hatten wir irgendwo noch hier eigentlich Heroinkristalle, die Magnetdinger? Heroinkristalle? Ja, die. Ach, du meinst Frauenmagnet. Ja. Nee, musst in die Höhle gehen. Ja, aber da ist doch nichts mehr in der Höhle, oder? Liegen da noch einzelne rum? Hier von dem Pulsarquarz, meine ich. Alter, ist ja noch voll der heftige Nougat in der Rakete drin. Sehe ich ja jetzt erst. Haben wir ganz vergessen, wenn man hier was bestellt. Weiß ich nicht mehr, ob da noch was rumliegt. Aber, look. Die alte Kochstation. Und mit Kakao und Weizen kannst du dann Cookies machen. Ist auch nicht schlecht, ne? Es macht schon Spaß. Mhm. Für Pulsar brauche ich hier unten viel Methan. Iridium, Uran, Zeolit. Kann man damit Geld verdienen? Nee. Es gibt kein Geld. Mit was macht man denn so richtig Asche? Mit Bakterien macht man Geld. Haben wir nicht unendlich viel Bakterien? Eigentlich schon, ne? Raketen, oder müssen wir da die Bakterien hochblowen? Ich hole mal Bakterien und schicke die mal ins All. Da muss man eigentlich auch so eine Art Kette machen, weißt du? Ja, du kannst dir von allem irgendwie eine Kette machen am Ende des Tages, ne? Naja. Du musst so ein bisschen Satisfactory-mäßig werden. Ja, stimmt schon. Aber das kannst du halt vercheckerlechen. Mal gucken, ob man Seide vercheckerlechen kann. Ja, aber wir müssen auch ein paar Sachen noch aufbewahren zum Bauen. Ja, aber Bakterien haben wir so viel. Ja, jetzt. Und dann. Naja. Seidenwert? Alter, hier oben sind ja die Seidenspender, Junge. Seide müsste eigentlich gut laufen, oder nicht? Koschka, das kriegst du nichts für. Wie für Seide, ey. Ja, wir brauchen im Endeffekt von diesen Raketen so 5 Stück. Und dann müssen wir halt irgendwas in Produktion in Massen machen und das dann immer in die Raketen buddern. Wir haben super viele Algen und so, aber zu wenig Wasser im Moment. Larven, also diese Amphibienfarben kriegst du ja geschenkt. Das kostet ja wirklich gar nichts. Ich muss mal eben hier, das muss raus. Hier irgendwas. Warte mal, geh jetzt nochmal hier hin. Ich mach jetzt halt voll auf Lachs Mandela. Auf Lachs Mandela, ja. Ich mache hier gerade so kleine infrastrukturelle Dinge. Und versuche mal ein bisschen von dem Zeug noch hier herzustellen, von dem Pulsar. Hilfe, mein Onkel war ein Pulsar. Kennst du die schon? Ja. Hier auch noch was drin, ne? Ja, nehmen wir das auch noch mit. Mein Onkel war ein Pulsar. Ein Richter am Pulsargericht. Ups, der Pulsaren-Deal war ja auch damals eine große Show. Das war eine dicke Show, Alter. So, mal gucken, ob das eigentlich dann am Ende des Tages reichen wird. Ich brauche ja, weiß ich nicht. Da kannst du ja auch nie genug von haben, ne? Ne. Kannst nie genug haben. Ich schwimme mit den Fischen. Ja. Das ist so wunderschön. So, da brauche ich 2 Stück davon. Dann brauche ich noch ein bisschen Onkel Osmium und noch ein bisschen Onkel Opsi. Opsi Osmium. Das kostet eigentlich so ein Power-Super-Hyperschrank.
Der, Regierung und Leiterschaletten. Ja, eine Leiterschalette und... Ja, wir müssen eine Leiterschaletten-Automatisierungseinheit hinsetzen. Oh, da höre ich schon wieder eine Rakete. Kommt jetzt aber auch wieder... Oder? Nee, was ist das? Nee. Keine Ahnung. Alter, guck da oben! Er kommt direkt auf uns zu! Ja, aber nur einer, was ist das? Alter, das ist ein Hasskomet! Wirklich, jetzt ist es ein reiner Hasskomet. Was hängt da drin? Du hast das beordert, ne? Nein! Du hast das beordert! Boom, Alter, er ist eingeschlagen. Wo ist es? Ja, irgendwo hier im Dschungel. Hier bin ich, im Dschungel. Direkt in den Trümmern, aber hier liegt nichts. Das war einfach nur ein Mittelfinger. In Gesteinsform. Das sah aus wie hier so ein Dings vom, von, Magnitude oder sowas. Pulsar, ja, Pulsar. Beim letzten Mal kamen da Pulsarbrocken raus. Vielleicht hängen die wieder in den Bäume fest oder so. Cute, die hängen in den Bäume fest. Ja, vielleicht hängen sie in den Bäume fest, oh Junge. Es leuchtet das Ding, aber hier ist nichts. Dann schüttelt man an der Krone, an der Palme. Schüttelt man an der wilden Palmenkrone. Mein Onkel Boah, hat das immer gemacht. Die Folge ist auch schon wieder rum, ne? Ja, ich treffe gerade Vorbereitungen für die wahnsinnige Ultra-Folge. Die Folge des schmerzhaften Ultra-Wahns? Die Folge des schmerzhaften Stechapfel-Wahns. Captain Stechapfel. Ja, mein Onkel hat auch mal Stechäpfel gemacht, so reingestochen mit einem Glied. Alter, die Frösche übernehmen hier alles, ne? Das ist richtig ekelhaft, die Tiere. Ganz, ganz ekelhaft. Ja, wirklich, ganz ekelhafte Tiere sind das. Eigentlich niemanden zu raten. Silizium, Magnesium, Alu. Oh, wir brauchen wieder Dünsch. Ich muss Dünsch machen. Mutagene. Wir haben kein Magnesium mehr? Irgendwo hier hinten bestimmt. Ja. Vielleicht, Magnesium, eventuell. Alu. Was ist das denn, der Alora-Fisch? Alora! Alora! Italienischer Fisch können wir jetzt dazwischen. Alora, die Fischecke! War noch einen zweiten Alu-Zopfen. Machst du die Bibidi oder die Babidi bei mir? Ich mache die Babidi und die Bibidi Babidi Buh. Und draußen bist du. So. Geil, Alter. Ich habe richtig Kram jetzt. Pass auf, Junge. Dann geht's los. Nächste Folge. Wo sind hier? Haben wir gar kein C mehr? Wie kein C? Dicker C, großer C, kleiner C, oder? aber kein C. Hab ich hier kein C? Ich hab AA an meinem C. Ich hab AA an meinem C. In meiner C-Forschung habe ich sehr viel AA. So, der wird gebuddert jetzt. Gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Hashtag Goldplugs in die Kommentare. Auf Wiedersehen und tschö. Die Lü.